ist er. Fast 20 Jahre und er kommt immer noch. Alles klar, Kumpel? Hab deine Lieblingsbonbons dabei. Komm schon, Leute, du solltest sie endlich vergessen. Mary Samsonite war nicht die eine. Oh, danke. Sehr gut, Alter. Los, los, spuck's aus, spuck's aus, spuck's aus. Erwischt! Warte, Moment. Bedeutet das, du spielst mir hier seit 20 Jahren was vor? Mhm. Das war alles nur Verarsche? Ja. Das ist der Hammer! Roll mich doch mal bitte rein, die Schwester muss mir den Katheter rausziehen. Dafür brauchen wir die nicht. Aber solltest du nicht... Hast ja einiges aus der Bude gemacht. Wer ist denn das? Darf ich vorstellen, Rosette. Ist mir zugelaufen. Wieso ausgerechnet Rosette? Na, guck hier. Oh ja, guter Name, passt total. Eine Postkarte von Freda Felscher. Harry, ich bin schwanger, ruf mich an. Was will sie damit sagen? Leute, ich glaube, ich werde Vater. Ah! Sieh mal den Poststempel. 1991. Ich hatte eine Tochter, hab sie zur Adoption freigegeben. Vielleicht sollten wir sie suchen. Du bist scharf auf meine Tochter. Was? Ich hab doch recht. Was? Ich hab doch recht. Das ist irre. Ich stehe da total drauf. Es wird Sie freuen, dass Sie versucht haben, sie zu finden. Ich rufe Sie an. Oh Mann, es klingelt! Tut mir leid, geht gerade nicht. Hier läuft eine voll wichtige Sache. Hier ist dein Dad. Was? Hey Leute, ich weiß, das passt gerade nicht, aber das hier ist dringend. Das ist mein toter Dad. Ich bin in der Warteschleife. Mikey? Ja, Omi? Ich hab die Diamanten. Bin ganz Ohr, Omi. Sie sind unter mir. Das ist aber ein knochiger Truthahn. Sie sind da, wo es warm und weich ist. Da sind keine Diamanten drin. Kann dir doch egal sein. Du bist ja auch nicht mein Enkel. Harry, ich krieg die Hand nicht mehr raus. Sie quetscht alles zusammen. Das kannst du jetzt von deiner Wunschliste streichen. Spring Break, ihr Pisser. Eine Granate? Man weiß ja nie. Oh, und wieso steckst du sie dahin? Fühlt sich gut an.